Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ist bei mir alles okay? Ja, okay. Gut. In der letzten Folge, ob das richtige Weg. In der letzten Folge haben wir ein bisschen was über die Vergangenheit herausgefunden. Wir haben herausgefunden, also wir nicht, sondern Clive hat herausgefunden, dass er Joshua getötet hat. Was ich noch nicht so glaube, weil Phoenix, ne, wieder geboren und so, ne, außerdem haben wir Joshua gesehen, glaube ich. Ich nehme an, jedenfalls an, er war es, ne. Und ja, wir haben, weiß ich nicht, in der Vergangenheit gegen Ifrit gekämpft und haben jetzt die Macht von Ifrit irgendwie beherrscht oder wir können sie jetzt kontrollieren und ja, alles ist jetzt cool, ne. Aber wir wollen immer noch herausfinden, warum gibt es denn zwei Feuer-Esper, ne? Warum wurden wir von dem erwählt, ne? Ich meine, hör mal. Muss mal einer erklären. Oben links können wir jetzt hier, haben wir so zwei Balken, ne? Damit können wir ja. Warte mal, die waren doch letztens auch schon hier. Kann man die erfahren? Was soll's? Kann man bestimmt irgendwie so farmen, ne? Einige Sachen, wenn man will. Was ich aber nicht will, ist jetzt auch wieder ein Heiltrank und was mich fertig. Ich will jetzt mal gucken, wie ich die Steuerung mache. Ich habe ja 2 Tage Pause gemacht, ne? Knurrt. Ja, so. Ich dachte, wir waren eigentlich keine Monster, ne? Okay, geh du schon mal vor, Torgal, ne? Ich gehe mal hier, ne? Kann sein, dass jetzt hier was ist, ne? Ist aber nicht. Ja, hier ist irgendwie so ein totes Land, ne? Hier sollen ja eigentlich keine Monster sein, ne? Aber wie vorher wetten, hat jetzt hier welche rumlaufen. Oder die sind vielleicht da im Dorf. Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, dass das Spiel jetzt so viele gibt. Ja. Gut gemacht. Alter, ich habe da diesen einen Gegenstand nicht gekauft letztens. Stich, Stich, so. Boah, ich weiß nicht wieso, aber ich habe das gerade irgendwie voll Blackout hier, wie man das Spiel spielt, ne? Das einzige Spiel, was ich so in meiner Freizeit spiele, ist ja eigentlich Genshin, ne? Da spiele ich mit dem Xbox-Controller. Mal versuchen, ob ich den PS5 Controller irgendwie da anschließen kann am PC. Die Kabel von meinen PS4 Controller sind alle im Eimer. Können sich die ganze Zeit disconnecten, deswegen kann ich nicht mehr Genshin mit dem PS4 Controller spielen. Aber ja, nein, nicht du. Au! Mach ich eigentlich. Ich habe Attacken. Ach ja, wir haben den Angriff, genau. Einmal meinen neuen Trick sehen, oh, und dann heile ich mich genau. Oh, das ist so gut. Oh, das ist wieder Devil Trigger in Devil May Cry. Das Spiel wird immer mehr wie Devil May Cry. Schön. Hier kommen wir. Ich könnte es sagen. Was war das denn? Was von mir? Nee. Oh, heiler. Auch kaiserlicher Hauptmann. Ich habe erst gelesen, kaiserlicher Superman. Hier sind eine ganz schön viele Gegner gerade, sehe ich. Au. Kannst du.
So, da gehe ich jetzt voll durch. Warte mal, was? Oh, ich kann so Dreierschüsse jetzt abfeuern. Ja, aber jetzt, wo ich so eine Heilung ab, nehme ich mir jetzt mal an, wird das Spiel so ein bisschen schwieriger, ne? Weil Spiel 2, jetzt hör mal, du kannst dich jetzt heilen, ne? Es geht das Spiel jetzt richtig los. Alter, wer trifft mich denn hier die ganze Zeit? Oh, meine Stimme. Ja, okay, dann wird jetzt natürlich nicht so viel heilen, ne? Aber noch besser als gar nichts, ne? Oh nein, ist das Haus von... Oh. Sie sollen brennen. Die Träger und alle, die sie verstecken. Auf Befehl der Kaiserin. Die Stimme passt irgendwie gar nicht zu dem... Oh, keine Ahnung, war halt nicht irgendwie offensichtlich, hat die irgendwie. Nicht jetzt. Haha! Also getan, als würde ich dich nicht sehen, ne? Aber ich habe dich voll gesehen. Auf die Knie. Ah, geh kaputt! Einer irgendwo. Oh Gott. Ich anvisier. Feuer, Jill Feuer übergezogen. Hätte ich mal ab. Ich kann in dem Angriff dann einsetzen. Ich habe jetzt einfach nur gehofft, dass das funktioniert, ne? Aber ich habe während den Krallensturm Dings eingesetzt. Ja. Ah, ich tue mich immer nur so ein paar HP heilen, ne? Aber oder besser als gar nichts, ne? Oh, er war zu früh. Na, ich wollte da so rein dodgen. Oh, warte mal, kann ich doch bestimmt irgendwie einfangen, ne? Was für ein Champion bist denn du? Auf die Knie. Hä? Kleine übergezogen. Meteorienstein. So. Nee, bitte, unsere Mutter ist böse. Ich muss mir also sagen, ich kann diesen einen Gegenstand nicht mehr kaufen. Ah. Das habt ihr nicht verdient. Jetzt nicht gedacht hat, die hat zu zeigen. Ich weiß. Ich weiß, die Richtung, die dieses Spiel eigentlich ist, schon relativ brutal, aber das so zu zeigen, kenne ich noch gar nicht so im Videospiel. So im Detail. Wir sind zu spät. Gav. Gav. Clive. Clive. Hast du die alle umgebracht? Ja. Also
das die Herzogin verbrochen, ja? Hier in Eastpool wurden Träger versteckt. Wir dachten, sie wären sicher, aber man muss sie verraten haben. Wenn wir sie früher zu uns geholt hätten, wäre das alles nicht passiert. Verdammt! Mutter hat Träger schon immer verabscheut. Weil Vater sie aufnahm, obwohl sie anderswo Sklaven waren. Weil eine Laune des Schicksals ihnen ihre Kräfte gab. Und deshalb dieses Blutbad? Sie wollten nur frei sein. Ein Wunsch, den diese Welt mit dem Tod bestraft. Doch wir werden das ändern. Gav, wir wollen helfen. Dachte, ihr hättet noch was anderes zu tun. Ja, aber das kann warten. Wenn das so ist, sagt ihr beide Sid das am besten persönlich. Er würde sich sicher freuen. In Ordnung. Und zwar schnell. Ich habe gehört, er plant schon wieder einen Ausflug. Was ist mit den Toten? Hey! Kann ich euch die Dorfbewohner anvertrauen? Natürlich. Wir werden sie beisetzen. Danke. Euch allen. Dann gehen wir. Ist euer Nest. Lord Kupka hat eine wichtige Nachricht und ich will sicher gehen, dass sie euch erreicht. Na, großartig. Den haben wir doch schon mal gesehen, oder? Oder? Na gut. Gehen wir mal hier rein. Das versteckt. Der Grund ist, die gefallen. Ruin lässt sich von außen nicht. Also, ich dachte, er wäre jetzt irgendwie ein neuer Lore oder so. Neue Hintergrundinfo mit der Story. Verbrechen und Strafe. Also dann zu Sid. Wir haben viel zu besprechen. So, gibt es ja neue Sachen zum Kaufen und so. Zum Herstellen. Ich habe so einen Feuersplitter bekommen, ne? Erstmal so einen Splitter bekommen habe. Ein Schwert auswachen. Was willst du? Nein, ich kann meine Schwerter hier hochleveln. Meine alten Schwerter könnte ich hochleveln. Ich kann nicht mal mein leeres Schwert hochleveln. Nein, der kann ich hochleveln. Wo sehe ich denn hier, wie stark das wird? Tatsächlich, das wären immer noch zu schwach. Ist noch was? Ich werde wahrscheinlich nicht so viel Gebrauch machen von dieser Funktion. Na, wen haben wir denn da? Zu viel Gill in der Tasche? Du hast nicht so vielleicht diesen einen Gegenstand, den dieser Dorfbewohner verkauft hat, war das der hier? Irgendwie habe ich nicht so eine Motivation, ja, jeden Gegenstand zu sammeln und so. Ich habe gesehen, der Mogri war jetzt da, geil. Warum habe ich den nicht eigentlich angesprochen? Gopo? Da war bisher jeder so gemein, ne? Und so unhöflich in diesem Gebiet. Na, no, dann auch noch auf zu Sid, ne? Ja, total, ne? Noch immer mal, genau. Uns geht das Karpfenkrötenöl und das Kurielkraut aus. Soll ich bei Karon eine Bestellung aufgeben? Ein gebrochener Arm, Husten, Magenschmerzen. Sieht aus wie so eine typische Weißmagierin. Aber für Eastpool. Weiße Roben, rote Haare. Gegenüber solcher Grausamkeit bin ich als Heilung gemacht.
Habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Entweder wir verschließen weiter unsere Augen oder wir gehen durch diese Tür. Wow. Tiefgründig. Hier wird es aber auch jeden Tag voller. Ich sag mir, der Trubel ist gut so. Wenn ich tot bin, werde ich so viel Ruhe haben, wie ich will. Und? Gefunden, wonach du gesucht hast? Ich weiß noch immer nicht, ob es ein Segen, Fluch oder vielleicht auch etwas ganz anderes ist. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen. Ich bin ein Dominus, Ifrit. Und daran kann ich nichts ändern. Diese Bürde werde ich bis an mein Ende tragen. Wahre Worte. Vergebung und auch Erlösung beginnen bei uns selbst. Da müssen wir alle durch, ungeachtet unserer Vergangenheit. Sid, du hast einmal von der Wahl gesprochen, so zu sterben, wie wir es möchten. Richtig. Ich habe nachgedacht und warum sollte nicht auch das Leben zur Wahl stehen dürfen? 13 Jahre wollte ich nur Rache üben. Ich war so besessen davon, dass ich das Leben um mich herum gar nicht gesehen habe. Vielleicht, weil es so selten lebenswert ist. Seien es Träger oder Bettler, sie verbringen ihr gesamtes Dasein, ohne zu wissen, dass auch sie eine Wahl verdienen. Ich darf nicht länger die Augen vor ihrem Leid verschließen. Ist das deine Buße? Es ist unsere Antwort. Unsere Entscheidung. Ich werde euch beiden einiges abverlangen. Das wissen wir. Und schon schließt sich uns an. Da sind wir schon drei, Dominus. Mit Prise Feuer und Eis könnte mein Plan funktionieren. Oh, der Final Fantasy Thema. Was hast du denn bitte jetzt schon wieder ausgehackt? Ein Geniestreich. Wir schleichen uns in die kaiserliche Hauptstadt. Ein kleiner Besuch bei Mutter. Klasse. Oh, die Musik war so gut gerade. Einige Zeit früher. Oh, die Flamme. Heiliges Kaiserreich Sambrick. Ja, der weiß nicht, Schloss Weißwurm. Nun hat die Fäule auch die, da steht da links irgend so ein Typ. In den Ostprovinzen verschluckt. Vor dem Winter werden wir die Kornspeicher der Hauptstadt nicht mehr füllen können. Wenn es sie dann überhaupt noch gibt. Die Plage ist bereits in greifbarer Nähe. Und ihr verliert euch in Jammer und Zank. Das ist hier die Liga der Gentlemen. Eure Heiligkeit? Benötigt das Kaiserreich fruchtbares Land? Sehet doch nach Süden. Ihr meint die Besitztümer des Kristalldominiums? Das Abkommen bindet unsere Hände. Wir haben geschworen, die Grenzen ihres Staates zu respektieren. Kardinal, schworen wir auch tatenlos zu hungern? Was ich damit sagen wollte, ja, oh, das ist aber also Situation. Die Tore von Oriflam ächzen ob der Flut derer, die vor der Fäule fliehen. Ohne genug Brot für die Mäuler innerhalb der Stadt, was bleibt da für jene außerhalb? Doch anstatt, dass ihr euch Fragen wie diesen stellt, kreuzt ihr lieber die Schwerter mit den Valutern. Und schickt unsere Soldaten zu Tausenden in den Tod.
Unser Reich blutet, während hier bei einem müßigen Teekränzchen geschwätzt wird. Und ihr schimpft euch die fünf Weisen. Sanbrek ist nichts ohne seine Bürger. Wir haben ihnen zu dienen. Wenn ihr Land zugrunde gerichtet wird, ist es unsere Pflicht, Neues zu erschließen. Eure Heiligkeit, meint ihr einen Eroberungsfeldzug? Genau das ist meine Absicht. Es ist Zeit zu expandieren. Habt ihr jetzt endlich mal geschnallt? Zu plaudern. Das wäre schon von Anfang an irgendwie. Man wird sich empören. Wir müssen einen Weg finden, das Volk zu beschwichtigen. Woher nehmen wir das Geld? Allein die Armee, wer bezahlt das alles? Jemand wird die Dalmeker in Schach halten müssen. Ich halte euch nicht auf. Wir haben alle viel zu tun. Er macht das schon. Schau. Sitzt einfach im Krieg ran und sagt sich so, alles klar. Also wenn ihr mit einem Projekt mit jemandem arbeitet. Ich so, ja, macht einfach das. Wo ist mein Sohn? Prinz Dion ist an der Straße von Ota stationiert. Wenn ihr wünscht, kann ich seine unverzügliche Rückkehr in die Hauptstadt veranlassen. Das wird nicht nötig sein, doch weist ihn an, sich vorerst zu schonen. Bahamuts Kräfte werden bald wieder gebraucht. Wie ihr befehlt. Ja, ich mir schon gedacht, hat er irgendwie bei nicht verwandt mit irgendjemanden wichtigen ist, so Dominus mit oder dass er ein Dominus war. Das kann doch nicht sein. Du willst uns sagen, dass die Mutterkristalle der Grund für die Fäule sind? Bist du verrückt? Du bist nicht der Erste, der fragt, aber nein, bin ich nicht. Wir haben es alle selbst gesehen. Einöden, wo einst grüne Wiesen waren. Land so tot ohne Äther, dass nicht mal die Ratten geblieben sind. Aber wo ist all der Äther? Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Antwort direkt vor mir stand. Dort, in denselben Kristallen, deren scheinbaren Segen wir so schätzen. Na gut, hör zu. Dieser Kristall. Wie wirken wir damit überhaupt Magie? Antwort, indem wir der Luft Äther entziehen. Das ist ein typisches Rollenspiel-Konzept. Ist doch klar. Der kommt von einem Mutterkristall. Ganz genau, Gav. Das Zeug, das Leute zum Leben brauchen, ist das Zeug, was uns alle tötet. Gab schon so oft ein Rollenspiel. Sind gewaltig, einige so groß wie Berge. Darin liegt das Problem. Überleg doch nur, wie viel Äther etwas von der Größe sammeln kann. Wo der dann aber hinfließt? Tja, ich kann nicht alles wissen, oder? Man sagt, die Mutterkristalle seien heilig. Ihr Äther ein Geschenk des Himmels. Jahrhunderte haben sich die Länder im Kampf darum gegenseitig zerfleischt. Kann es wirklich sein, dass das niemand erkannt hat? Naja, wer weiß. Vielleicht wurde es vertuscht. Oder vielleicht will er uns dazu bringen, die Kristalle kaputt zu hauen. Weil er böse ist. Ich bekomme so Bravely Defaults, Flashbacks. Ja, wir müssen die Kristalle erwecken, ja! Diese kleine Fee, die einen begleitet hat. Du willst jetzt also etwas dagegen tun. Das heißt, wir helfen Trägern und Domini nicht mehr? So meine ich das nicht. Meine Versprechen halte ich immer. Aber wenn wir weitermachen wie bisher, dann ist das Schicksal dieser Welt besiegelt. Und wir können ja schlecht unsere Leute befreien, wenn sie alle tot im schwarzen Dreck liegen. Das wäre wohl auch keine Welt, in der wir selbstbestimmt leben, oder? Dann wäre alles umsonst gewesen. Tja, sieht aus, als müsste die alte Ordnung erst unters Messer.
neu aufzubauen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Wir sollten dir wohl langsam auch etwas Vertrauen schenken. Ein Ja hätte es auch getan. Aber trotzdem schön, euch dabei zu haben. Cool. Na gut, dann machen wir die Kristalle halt kaputt, ne? Ich hol den Hammer. Wo habe ich mich da reingeritten? Jill trägt auf einmal so einen Arbeiterhelm. So, jetzt hast du doch Klamotten. Erzählt hat, eine Lüge war. Dann frage ich mich, worüber man uns noch getäuscht hat. Ich gebe euch beiden kurz Zeit zu packen. Wir wollen ja nicht auf halbem Weg nach Oriflam merken, dass ihr was vergessen habt. Ich versuche hier die ganze Zeit mal ein Beispiel nachzudenken, aber das ist so ein typisches Rollenspiel-Element, ne? So, die Sache, die die Leute seit Jahren benutzen und denken, das ist eine gute Sache, ne? Ist wirklich keine böse Sache, ne? Das ist so ein geläufiges Thema, nicht nur bei Rollenspielen, finde ich. So, ach, ich muss sogar mit ihr reden jetzt. Aber wir haben einige Quests. Hühnchen! Wir haben einige neue Quests. Also mach bitte. Oh, hätte ich. Du hast deinen Brief verloren? Ich hoffe, er war nicht wichtig. Hier hast du da in der Kern von alles weg. Sondern alles. Meine Tasche hat ein riesiges Loch und ich, Trottel, habe es nicht bemerkt. Fehler können jedem mal passieren. Das ist mehr als nur ein Fehler. Ich bin ein Kurier. Wenn ich es nicht schaffe, Sachen von A nach B zu bringen, zu was bin ich dann gut? Zu gar nichts bin ich gut. Ich hab's verbockt. Wegen mir gibt's keine Kräuter für die Krankenstube, kein Fleisch für die Küche, keinen Nachschub für niemanden. Aber nehme ich an, werden wir alle sterben. Sache ist der Brief. Der war nämlich für Sid bestimmt. Er wartet schon tagelang darauf. Hast du schon den Weg abgesucht? Wenn ich könnte, würde ich ganz Sturm auf den Kopf stellen. Aber die Fluchbrecher da draußen warten alle schon dringend auf meine nächste Lieferung. Nein, nein. Ich werde Otto und Sid die Sache beichten müssen. Die ziehen mir das Fell über die Ohren. Na schön. Na schön. Na schön. Die ziehen die Sachen für dich suchen. Meinst du das? Die bringen mich um. Oh, vielen Dank. Vorräte waren schließlich fürs Versteck. Sag schon, wo soll ich suchen? Vielleicht bei Gultans Hof. Ich hatte es eilig und bin dort durch die Rebstöcke gestolpert. Schon letztens für eine Quest? Kann gut sein, dass ich mir meine Tasche aufgerissen habe. Wenn du die Sachen findest, tust du den Menschen hier einen großen Gefallen. So, Wolf hat einfach die Tasche aufgeschnitten. Wenn du sie findest, rettest du mir den Hals. Ich werde ihn schon finden. Ach, das wäre großartig. Jetzt muss ich aber schnell los. Die Fluchbrecher zählen auf mich. Zu Goutons Hof findest du sicher alleine, oder? Und bitte, beeil dich. Sid ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Nein, sicher nicht. Er sitzt die ganze Zeit in seinem Büro. Brief! Brief gesucht. Da draußen wird der Brief nicht unbeschadet bleiben. Ich sollte so bald wie möglich nach Sandberg. Alles klar. Aber gucken wir erstmal, dann noch für eine Quest ist. Kann ich überhaupt hier raus? Otto war vorhin ziemlich lang. Dann machen wir das natürlich als erstes, ne? Er ist sonst nie so spät. Lass mich rein, du hast eine Post verloren. Wo bist du, Randall? Ist alles in Ordnung? Entschuldige bitte. Ich war ganz in Gedanken. Es geht um meinen Freund, weißt du? Er ist unterwegs und sollte längst zurück sein. Ein Träger ganz allein ohne Begleitung. Warum hat er das Versteck verlassen? Arbeit. Wir brauchen die Gill, auch wenn es gefährlich ist. Das Versteck kann nicht nur von Luft und Liebe leben. Karun tut zwar, was sie kann, aber das allein reicht nicht. Ah, warum haben wir den Schokobo abstellen? Du warst Soldat, nicht wahr? Bei den Kaiserlichen? Das stimmt. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Und dann zu raten, dass du draußen herumzuirren.
Würdest du ihn für mich suchen? Ja, sicher doch. Aber lass das mir. Überlass das mir. Oh, danke. Was weißt du noch über deinen Freund? Sein Name ist Randall. Und du wirst ihn wohl in Kielbrück finden. Er arbeitet für Quinten, den Schankwirt. Der wird bestimmt mehr wissen. Ich rede mit ihm. Pass auf dich auf, mein Freund. Nochmals, danke. Okay. Würde ich sagen, verfolgen wir dann erstmal, ne? Kielbrück ist ja seine Stadt, ne? Dieses Dorf. Das da wird ja wohl weniger Action erstmal sein. Ach, wir können auch mehrere ja aktiviert haben. Sehr cool. Kielbrück. Gehen wir erstmal ein. Und schnacken mal mit jemanden und suchen jemanden, ne? Randall. So, ist hier eigentlich irgendwie noch ein neues? Ja, das ist ja direkt hier. Na gut. Du, wow, so viele Zeichen. Aber woher wusste der Krämer? Was ist denn hier? Laden. Ein Freund von Quinten ist doch mein Freund. Bastardschwert. Oh, ich habe jetzt gedacht, da wäre links. Wäre jetzt irgendwie voll stark oder so. Was hat denn Löwenerztunikum? Die Limit raus, das ist dieser super Verwandlungsbalken, ne? Die ich jetzt hab. Soll ich denn so viel Geld auftreiben? Weiter für die Sache. Die Sonne geht unter. So, hab ich jetzt verpasst, irgendwie diesen einen Gegenstand zu kaufen, der in dem Einladen war? Na, Dorf, das jetzt zerstört wurde. Finde ich auch nicht so toll. Wenn das nicht Sitz junger Schützling ist. Was verschafft mir denn die Ehre? Ich suche einen Träger namens Randall. Man sagte mir, er arbeitet für dich. Er hätte vor einer ganzen Weile zurück sein sollen. Sein Freund hat mich um Hilfe gebeten. Randall, sagst du? Der Gehilfe? Oh ja, ich kenne ihn. Heute hat er gut zu tun. Da wundert es mich nicht, dass er spät dran ist. Wenn ich es allerdings recht bedenke, sollte er doch langsam zurück sein. Ich gehe ihn suchen. Wo ist er denn hin? Er sollte einen meiner Männer südlich von hier treffen, auf Lauberts Forstweg. Boah, Entschuldigung. Ich hoffe doch, es ist ihm nichts passiert. Oh, das ist in die andere Richtung. Gib mir sofort Bescheid, Clive. Okay. Kann ich noch einen Schluck haben? Nein. Okay, hier unten. Wie viele hatte ich? Oh Gott. Okay, ja, gehen wir da unten erst hin, ne, würde ich sagen. Machen wir schon mal die Quest, ne? Da ist nicht die richtige Richtung, da ist die richtige Richtung. Ein Kristall. Ne, warte mal. Ne, warte mal, was ist das? Doch, Kristall. Halt. Nein, benutzt den nicht. Ich muss ihn zerstören. Nein, mach das nicht. Du darfst das nicht machen. Ist verboten. Sage ich ja richtig, ja, ne? So. Oh. Hallöchen. Mist, warum haben sie blutige Haut hier? Jetzt deine Brosche, sieh an. Du weißt, was das bedeutet? Das bedeutet, dass es dir doppelt leid tun wird, wenn du ihn je hintergehst. Alter. Chill mal. Ich dachte, ich würde irgendwie voll freundlich sagen, dann kann man voll der Plot-Twist. Aber wie komme ich denn jetzt wieder dahin, ne? Hier oben, ne? Okay. Genau hier lang, ne? Ja. Einfach dem Weg folgen.
Ah, schön. Was ist denn das? Also. Ja, da steht irgendwie so ein Gegner. So. Haha. Wenn du durch willst, musst du noch mehr vorbeikommen. Aber zwei Gel. So, ich habe eine gute Gel-Farm-Methode herausgefunden. Die Dinger scheinen auch immer wieder zu respawnen, ne? Oh, 5 Gel, 7 Gel. Oh. So. So, Randall. Komm her. Das ist das zweite oder dritte Mal, als ich heute erst gesprungen bin, bevor ich mal angesprungen habe. Für ein Glück. Wildstimme. Sie haben uns angegriffen. Randall wollte sie unbedingt weglocken. Der Kerl hat wirklich mehr Mut als Verstand. Wo ist das passiert? Weiter da vorn. Auf der Lichtung. Bitte. Geh und rette ihn. Ich werde es versuchen. Geh du zurück nach Kielbrück und erzähl alles Quinten. Na gut. Oh, komm her. Könnte er es eigentlich wagen? Mein Quest nicht geber. Quest-Person jetzt schön. Oh, nee. Ah, wie gehe ich denn als erstes rein hier, ne? Alle tot, okay, komm her. Au. Au, das hat weh getan, Mann. Na, ich bin irgendwo. Ich habe trotzdem immer so ein ganz kleines bisschen Unverwundbarkeit. Ja, der Abstand eigentlich hochgelevelt, ich weiß auch gar nicht mehr. Das hat schon hochgelevelt, ich glaube nicht. Oh nein, der Balken läuft sogar ab, während ich das mache. Ich habe mir halt gefällt. Was ist das? Oh Gott. So, wenn ich einmal an dem vorbeilaufe, ne? Was ist das? Kann ich auch einfach nur gedrückt halten. Ne. Immer meschen, damit er weiter geht. Nein. Ah ja. Ist doch eine gute Heilfähigkeit, ne? Cool. Hast du eine coole Fähigkeit? Devil Trigger aktivieren. Gut. Okay, das war einfach. Die Gegner, die dauern halt immer so lange, bis man die erledigt, habe ich so ein Gefühl. Oh, nee, ich muss auch Randall finden, ne? Wo ist denn der? Hier. Oh, nee.
bin zu spät gekommen. Er soll hier nicht einfach liegen bleiben. Zurück zu Quinten. Meine Klamotten sehen so ein bisschen aus wie hier Klamotten von Guts aus Berserk. Bisschen weniger rot, ne? Ist denn hier alles? Das heißt, blockiert sich gerade. Wie viele verschiedene Orte es da gibt zum Erkunden. Ich bin der Black Swordsman. Nein, damit meine ich nicht Kirito aus Sword Art Online. Ich glaube, er hat auch irgendwie diesen Nicknamen, ne? Ein Spitzname, Black Swordsman. Jetzt aber diese witzige Meme. I want a Black Swordsman. Dann sieht man irgendwie so ein Bild von Kirito. Ich meine den echten Black Swordsman. Dann sieht man ein Bild von Guts. Perfektion. Okay. Da bist du. Ich habe gehört, was passiert ist. Und? Wie ich sehe, bist du allein. Allein. Verdammt. Das habe ich befürchtet. Er liegt in der mein Gott, hat der einen Zinken. Bitte kümmere dich um. Hat er noch nicht mal mitgenommen? Ich werde alles Nötige veranlassen. Ich dachte, ich hätte ihn irgendwie so mitgenommen. So. Okay. Ich wusste von seinem Mut. Aber nicht von seinem Leichen. Ja, geh am besten zu dem Ort hin, wo er abgeschlachtet worden ist. Keine Sorge, wird schon nichts passieren. Ziemlich. Mir gefiel, dass er auch vor gefährlicher Arbeit nicht zurückschreckte. Und ihm gefiel die Bezahlung. Weil er damit dem Versteck geholfen hat. Ich werde es Sid selbst sagen. Er wird sicher nicht glücklich sein zu hören, was hier geschehen ist. Und du dürftest auch nicht erfreut über den Ausgang sein. Für deine Mühe. Ach, soll ich gar nicht mehr mit dem Einmann reden? So, hör mal. Ich habe das für dich gemacht und so, ne? Kann ich noch okay. Einen Schluck haben? Ich bin schon wieder. Dann bleibe ich. Ja. So, und die nächste Quest ist direkt hier, machen wir das auch, ne? Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Sind ja nicht so viele Quests. Ich bin anscheinend bei 38% in der Story, ne? Weil das Spiel sagt mir halt immer irgendwie so, so im Hauptmenü der PS5. Ich bin gar nicht forscht in 38%. Ich bin schon fast bei der Hälfte. So, hier fehlt nur so viel, ne? Ich muss ja noch alle S-Bahn und so was alles sammeln, ne? Nehme ich an. Wie wollen wir denn in der letzten Hälfte des Spiels ja machen? Könnte der Kurier seine Lieferung verloren haben. Ich halte besser die Augen offen. Was wie die Weingut Morgenröte vom Genshin. Ja, ich spiele halt nichts anderes, okay, auf Screen. Ich müsste mir mal irgendwie so ein PS, ich müsste mir ein PS5 Spiel holen, wo ich so auf Screen spiele. Bis jetzt sind alle Spiele. Ich meine, ich habe auch Crash Bandicoot, ne? Ich habe Crash Bandicoot hier Rumble, ne? Aber gefällt mir irgendwie nicht so. Das ist so ein reines Online-Spiel wieder. So ein Spiel hat irgendwie jeden Tag spielen muss, um irgendwie alle Belohnungen oder so zu bekommen, ne? Ist nicht so mein Ding irgendwie. Ich habe gedacht, es gibt vielleicht irgendwie so ein Story-Modus oder irgendwie sowas in dem Spiel, keine Ahnung. Viel mehr wird er nicht dabei gehabt haben. Ich mich irgendwie hätte aber keine Spur vom Brief. Ich könnte rumfragen. Beschäftigen können. Vielleicht wurde er gefunden. Ja, vielleicht renne ich mal irgendwie durch die Gegend und holen wir doch irgendwie so ein anderes, so ein älteres Spiel oder so. So ein kleiner Snack so für zwischendurch, ne? Mich auch so irgendwie meiner Freizeit, weil alle Sachen, die ich bis jetzt hier auf der PS5 spiele, die tue ich alle aufnehmen, ne? Star Wars tue ich aufnehmen, Final Fantasy tue ich aufnehmen. Hast du hier zufällig einen gefunden? Nein. Ich brauche so was für zwischendurch.
falls du ihn doch noch entdeckst. Ich habe mir mal überlegt, dieses neue Sonic-Spiel zu holen. Vorhin habe ich einen Hund gesehen. Ich bin mal letztens über Musik von dem Spiel gestolpert. Irgendwie so ein Bosskampfthema, ne? Undefeatable. Ich höre mir die ganze Zeit jetzt an, ne? So ein geiles Lied. Ich glaube, das war eines der besseren Sonic-Spiele wieder. Ich habe noch nie ein Sonic-Spiel gespielt, ne? Ich habe nur Demos von Sonic-Spielen gespielt. Ja, aus Zeitschriften und so, wo irgendwie so CDs sind von so Demos von so, weil nicht so Spielen oder so. Oder Demos von irgendwie, weil ich so PlayStation Online oder irgendwie so, ne? So Sonic Unleashed zum Beispiel. Und Sonic Heroes, da habe ich mal eine Demo von gehabt. Weil ich habe noch nie irgendwie so ein ganzes, so ein komplettes Sonic-Spiel gespielt. Aber ich habe gehört, Sonic-Spieler so von vor 10 Jahren so ungefähr waren die noch alle relativ so Hit und Miss irgendwie. Aber so seit dem Film, ich glaube, die haben irgendwie so irgendwie andere Leute kümmern sich jetzt irgendwie so um Sonic oder so. So die Rechte sind irgendwie an jemand anderen gegangen und so ein neues Studio und so. Die haben auch, glaube ich, irgendwie den Film gemacht. Und seitdem sind irgendwie, weil nicht. So seit der Ära sind irgendwie Sonic-Spieler wieder sehr viel besser anscheinend. Auf den wartet jemand. Glaube ich. Weiß ich nicht. Und zwar schon viel zu lange. So ist so die gleiche Evolution wie mit Crash Bandicoot. Hoffentlich erspart das dem Kurier. Ich hab's auch irgendwie so diese Crash of the Titans. Auch schon fertig, ne? Da gibt's auch diese Crash of Titans und Crash Mind Over Mutants. Wo die irgendwie die ganzen Charaktere redesigned haben und all sowas. Ne, das ist. Da gab es auch einige Stolpersteine, ne? Aber seit jetzt Crash Bandicoot 4 rausgekommen ist und hier die Remakes von den ersten 3 Teilen, ja, seitdem geht es wieder bergauf mit Crash Bandicoot. Wieder so ein bisschen mehr in den Mainstream. Finde ich gut. Aber ich mag Crash Bandicoot. Das neueste Spiel, was ich mir geholt habe, gefällt mir jetzt nicht so, weil es halt so ein reines Online-Spiel ist. Was halt nicht so meine Welt ist. Zum Glück bin ich Otto noch nicht begegnet. Aber die Remakes vom ersten bis zum dritten Teil fand ich super. Crash Bandicoot 4 war auch awesome. Habe ich sogar Let's Play auf meinem englischen Kanal. Schaut rein. Also alles davon, ne? Die Remakes und Crash Bandicoot 4. Da könnt ihr mal reinschauen. Nutsch, nutsch. Zwinker, zwinker. Hong Kong. So, währenddessen. Ich hab die Quest erledigt, ne? Waren ja schon wichtig, aber wenn Sid von dem Brief erfahren hätte, ein Bericht von den Fluchbrechern, wenn es nur das wäre, er ist von seiner Tochter. Sie ist in Canva zum Studieren. Wenn er zu lange nichts von ihr hört, dreht Sid vor Sorge immer fast durch. Eine Tochter hat er nie erwähnt. Er ist eben sehr beschäftigt. Und dank dir muss er keine Zeit damit verschwenden, sein Donnerwetter auf nutzlose Kuriere loszulassen. So, und damit du auch was von der Sache hast, hier, eine kleine Entschädigung. Der macht einfach einen auf Palpatine und röstet Leute. Frag ihn am besten heute. Wenn er Briefe von seiner Tochter bekommt, ist er immer in bester Laune. Na, ist klar. Danke. So, Erfahrungspunkte. Belohnungen sind so was von nicht. Tun es mir echt nicht so an, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kenne so eine Waffe oder irgendwie so. Apropos Waffe, lass mal mit ihr sprechen, ne? Ich habe das Gefühl, die gibt uns jetzt wieder was Schönes, ne? Irgendwie jedes Mal, wenn wir hier storymäßig hingehen, lohnt es ja nochmal. In welche gottverlassene Ecke dieser Welt will Sid dich als nächstes schleppen? Oriflam. In die Hauptstadt? Was habt ausgerechnet ihr in... Nein, sag lieber nichts, ich halte mich da raus. Okay. Ah, guck mal hier. Oder? Nee, das hier ist neu. Feuerschwall. Aber ich kann schwören, aber da, oder was ich kaufen konnte, ne, in dem Einladen. Aber ich habe mir halt nicht geholt, weil ich gedacht habe, ja. So, und was ist jetzt hier? Oriflamme also. Die Handelsrouten von dort in Richtung Süden sind wohl doppelt. Dann wurde jetzt hier random der Laden geöffnet. Ich fürchte, da braut sich was zusammen. Etwas Dunkleres als Tarjas Keiler Gallentee. Ach, sprich am besten einfach mal mit Otto. Mach ich.
Clive, richtig? Nein. Fass dich kurz. So was Neues hier. Flammenzunge. Hey, den Namen kennt man. Okay. Oh, da muss die Sturmruf. Aber kann ich dann immer weiter hochleveln, so von Sturmruf zu Flammenzunge? Ist nicht Sturmruf auch die Waffe von hier Rokuro aus Tales of Berseria? Okay, also um. Und womit soll ich das bitte machen? Verschwende nicht meine Zeit, wenn du kein Material hast. Bring mir das Material und ich denk drüber nach. Flammenzunge ist auch ein sehr bekannter Name für Feuerschwerter im Final Fantasy. So, das ist jetzt aber nicht irgendwie eine Waffe, die Feuerschaden nur macht, ne? Okay. Dann nehme ich an, müssen wir halt immer wieder weiter hochleveln, ne? Das heißt aber irgendwann, ich kann es ja gar nicht irgendwie jeden Gegenstand hier haben, ne? Also, womit soll ich das bitte machen? Also man kriegt den irgendwann nochmal. Schön. Ich fände immer so faszinierend, wenn man irgendwie seine Waffe ändert, dass man halt auch sieht. Das ist schon so eine, das ist eine Funktion, die ist schon so uralt, ne? Aber die fasziniert mich immer noch. Ich habe eine neue Waffe und die sieht man sogar mein Charakter. Wirklich durch. Vom Zerstören der Mutterkristalle redet Sid schon, seit ich ihn kenne. Aber das ist halt nur Gerede. Bei japanischen Rollenspielen ist es ja meistens so, wenn du irgendwie Ausrüstung, Klamotten sowie Helme und was weiß ich nicht alles kaufst, ne? Die sieht man natürlich an den Charakteren, ne? Also spätestens ein amerikanisches Rollenspiel, sowie die Elder Scrolls oder Dragon Age und so. Da siehst du alles. Seine Truppen sind wieder ausgerückt. Diesmal nach Süden. Oh nein, da beginnt doch der Krieg. Die große Gwigor verlangt es halt. Blutdurstige Furie, sag ich dir. Der hat uns Informationen von dem einen Typen gegeben. Doch euch könnte die Situation zugutekommen. Kriege bringen Chaos. An vorderster der Hauptböse mich aus Final Fantasy 1. Mit etwas Chaos. Ja, ich habe mich gerade wieder an Stranger of Paradise erinnert. Keine Frage. Chaos. Ob sie überhaupt reinkommen. Der Grenzposten. Da sind ja auch irgendwie ein paar DLCs rausgekommen und so, ne, aber irgendwie hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Müsst ihr durch Nordstedt. Aber zum Glück Nordstedt weiß ich, was ihr dazu braucht. Das? Ach Quatsch, nicht eine das. Das ist nur ein Zeichen für Madame. Und Madame? Jedes Mal, wenn ich mit einer der Charakter sagt, oh, wenn ihr da durchgehen wollt, braucht ihr das. Dann stelle ich mir immer irgendwie so eine geladene Waffe vor. Da durchzukommen, braucht ihr diese hier. Eine Desert Eagle. Wer ist diese Madame? Und wo finden wir sie? Madame M. Die stolze Besitzerin des verruchtesten Hauses in Nordstedt. Dem Schleier. Madame M, die aus dem Final Fantasy 7 Remake, die unsere Hand massiert hat. Hebt ihr diesen Charme besser für Madame auf. Ich erwarte, dass du keine Details auslässt, wenn du wieder zurück bist. Oh nein. So ein Spion. Die Kunden aus den Landen freigeschaltet. Okay. Die Kunden aus dem Land ist jetzt bei Gaufia in der Messe verfügbar. In diesen Berichten der Fluchbrecher findest du Informationen über Aufträge in ganz Valisthea. Ich glaube, ich habe alles. Mal sehen, wo Gaff ist. Ein Duftsäckchen. Ah, du bist der Neue, richtig? Gautier, stets treu ergeben. Dem Versteck okay. Treu ergeben. Gautier. Otto hat mir die Aufgabe übertragen, die Berichte unserer Verbündeten durchzugehen und eine Liste der Sachen zu erstellen, um die sich die Fluchbrecher kümmern sollten. Oder wer auch immer sich freiwillig meldet.
Und es gibt mehr als genug, um das wir uns kümmern müssen. Das verspreche ich dir. Das kennst du aber wahrscheinlich nur so gut. Solltest du jedenfalls auch mal in die Liste reinschauen wollen, sag einfach Bescheid. Das eine oder andere kannst du sicher abhaken. Es soll ja Leute geben, die einfach nur froh sind, helfen zu können. Aber also da so ganze so Mini-Checklisten irgendwie, so Mini-Missionen oder so. Oh, tut der 100 Gegner oder so. Ist was für dich dabei? Bei dir auf, ja, genau, ne? Wenn sie von Weg mit dem Wespen. Ich habe jetzt gelesen, der Weg nach Wespen. Okay. Hat sagt wer sozusagen hier, wo über jetzt Quest irgendwie gerade am Laufen sind oder so. Ich war doch gerade in Kielbrück. Lass mal hier hingehen. Marfas Rast. Also zeigt mir jetzt einfach nur so an, so, ja, hör mal, hier sind so. Hier ist eine Quest und so, ja. Ist genau der Fall. Ja, genau das ist halt, ja. Naja, habt ihr auch gehört? So, hier war doch auch irgendwo ein Shop. Ich muss kurz jetzt checken. Banditen, das war's mit uns. Was brauchst du? Naja, das ist eine Drohne, oder? Schon fertig, was? Was war? Wie kann ich denn dir helfen? Kenne ich doch. Du gehst Martha zur Hand. Sollen wir die Quest heute noch alle erledigen? Damit wir die alle in meinem Video abgeschlossen haben. Und nächstes Mal schon weitermachen können. Die Leute in Federbett spielen sich auf mit ihren Schwertern. Die bringen noch jemanden um. Als sie reinstürmen, ja, natürlich. Das machen Banditen. Ich hätte nicht. Ich. Oh, bitte, hilf ihnen. Den Banditen? Ja, keine Sorge, ich helfe den Banditen. Ich kümmere mich darum. Hab Dank. Wie viele waren es? Ich war weg, bevor ich zählen konnte. Aber das waren richtige Verbrecher. Sieh dich da drin vor, hörst du? Ja, dann muss ich mich kloppen. Na gut. Ach, das ist das von Marfa hier, der Ort. Ah, goldenes Federbett. Auf dem paar Kupfermünzen kann ich nicht schlafen. Ich habe so gemacht, Frau Jill. Ist doch aber bestimmt schwer. Die werden wir dir mal abnehmen, ja? Alter, ich habe die gerade hergestellt. Sorry, Lady. Ja, ich habe mich schon irgendwie gewundert. Das ist auch jetzt bestimmt irgendwie merkwürdig, ja. Wenn wir in diesen Ort hier kämpfen. Ah, ja. Ja, ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Was kam mir jetzt gerade vor wie so eine Fill-up-Mission irgendwie? Von meinem Schwert lass dir schön die Finger. Da ist er ja, der Retter des goldenen Federbetts. So eine Frechheit traut sich dank dir so schnell niemand mehr, Clive. Ein Glück, dass du zur Stelle warst. Wir haben ihre Lektion gelernt. So, ich schicke sie wieder nach Hause. Warst du aber nicht. Hast du nicht gesagt, die Taverne wird bewacht? Die Blutbeile passen hier eigentlich auf, ja. Wenn sie nicht gerade woanders für Ruhe sorgen. Überall können sie leider nicht sein. Das Kaiserreich hat zwar das Sagen, aber auf uns aufpassen müssen wir selbst. Wenn die Blutbeile und ich nicht wären, würden die Händler einen großen Bogen um diese Gegend machen. Verstehe. Dann erweist du Rosaria einen großen Dienst. Das hast du heute aber auch getan. Du bist richtig zu was zu gebrauchen. Hier. Nimm da. Wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Bei dieser Animation, wie ich irgendwann einstecke. So, bis es hier wieder einigermaßen aussieht, ist viel zu tun. Du gehst besser los, bevor ich dich zum Wischen verdonner. Ha.
Blut geht immer so schwer raus aus Holz. Okay. Da, das ging. Ja, locker flockig. Da ist er, der Mann der Stunde. Das bin ich. Oh. Du hast dich um die Banditen gekümmert, nicht wahr? Martha hat nichts als Lob für dich übrig. Es braucht ordentlich Mumm, Leib und Leben für andere zu riskieren. Du hast meinen Respekt. Ein rosarischer Salut. Alte Gewohnheiten wird man nicht los. Ich hoffe mal schwer, dass du das nicht der Kaiserin meldest. Hätten wir ein paar mehr deiner Sorte gehabt, wären die Rossfields vielleicht noch. Ich bin mal wieder am Schwatzen. Danke nochmal und pass gut auf dich auf. Weil nicht, dass irgendwas passiert. Okay. Mein Gott, Steuerung. So, und dann gehen wir hier hin, ne? Wow! Aber die zwei Missionen, werden wir ja bestimmt noch in 10 Minuten oder so erledigt kriegen, ne? Und dann gucken wir mal. Ah, du bist einer von Sids Männern. Also, guck mal, nicht, Möchtest du dich ein bisschen bei uns nützlich machen? Sicher doch. Worum geht's? Ein paar neue Träger aus Oriflam sind angekommen. Quentin musste tief in die Tasche greifen, damit ihr Besitzer sich von ihnen trennt. Das muss ein Unmensch gewesen sein. Die Armen machen keinen Mucks, was ich auch sage. Du machst ihnen sicher nur noch mehr Angst. Haha. Ja, gut möglich. Aber vielleicht öffnen sie sich ja einem ihresgleichen. Mach ihnen klar. Ah, aber ich, wie so ein netter Typ aussehen, ne? Ich kann's versuchen. Das reicht mir. Sag ihnen, sie sind sicher. Und wenn sie etwas brauchen, dann können wir helfen. Ich rechne das aus. Vielen Dank. Sie sind immer so motiviert. Ruhen sich zum ersten Mal im Leben aus. Keine Sorge, sie haben nichts von dem, was wir gesagt haben, gehört. Also, was geht? Na, habt ihr schon mal jemanden umgebracht? Nur ein bisschen Smalltalk, ne? Ich höre, ihr seid neu hier. Kann ich euch etwas bringen? Ruhig. Keine Angst. Hier wird keiner fürs Reden bestraft. Ihr seid jetzt frei. Wirklich? Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich habe Hunger. Meine Schwester auch. Wir. Wartet. Ich hole euch was aus der Schenke. Danke. Dauert nicht lang. Ach, ihr seid hier, um uns zu helfen. Diese Reaktion so. Wirklich? Oh, das habe ich nicht gewusst. Essen. Ich hätte gern zwei Schüsseln. Was sättigen das? Geht nicht. Das Essen reicht gerade für uns. Wir können nicht auch noch Fremde durchfüttern. Was soll reicht für wen das? Das ist nicht für mich. Es ist für zwei neue Träger hier. Oh, vergib mir. Ich sehe das Siegel. Du gehörst zu uns. Nimm dir so viel Brot und Wein, wie du willst. Du kannst dich einfach bedienen. Na, jetzt haben wir auf einmal genug. So leicht wechselt der Ton. Einblick auf das Siegel macht's. Aber natürlich. Ich tue, was Quentin befiehlt. Wie wir alle. Und er legt Wert darauf, dass es den Neuzugängen an nichts fehlt. Gut. Deine Kameraden haben Hunger. Nimm dir hier was und bring es ihnen. Brot und Wein nehmen. Brot und Wein. Ich hoffe, davon werden sie satt. Wenn nicht, dann ab ins Lager. Bitte nicht schon wieder ruhig. Hast du das gesehen? Dieser Träger hat offen gesprochen. Was geht an diesem Ort nur vor? What? Oh, die haben gesagt.
Brot und Wein aus der Schenke. Brot und Wein. Für uns? Wirklich? Wirklich? Frisches Brot. Noch nie in meinem Leben. Das muss doch ein Traum sein. Wir sitzen und wir essen, ohne gestraft zu werden. Ja, ich kann es nicht fassen. Ihr seid nun frei. Wenn ihr wieder Hunger habt, fragt in der Schenke. Keine Scheu. Danke für alles. Danke. Okay. Ah, das zarte Leben, ne? Glückkäfer. Okay. Was denkst du geschieht mit uns? Nichts Böses, versprochen. Niemals wieder. Das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, ne? Das ist eine ziemlich krasse Welt hier draußen. So, was haben wir denn hier noch? Falls ich hier überhaupt richtig bin. Quinten wird mir niemals verzeihen, wenn die Ernte verdirbt. Hey, Emil. Ich will keinen Ärger. Moment, das... Aha, Gvigor, sei Dank. Du trägst den Gehängten. Ich hielt dich für einen Räuber. Jetzt, wo ich es besser weiß, könntest du mir helfen? Im Weinberg Kielbrücks ganzem Stolz hat sich ein großer Schwarm Wespen eingenistet. Und du brauchst jemanden, der sie vernichtet? Ganz genau. So weit weg vom Wald sind sonst keine, schon gar nicht so wilde. Der süße Duft muss sie angelockt haben. Wen wundert's? Wenn die Biester sie nicht wegfressen, wird das die beste Ernte aller Zeiten. Ich wollte sie verscheuchen, aber von mir ließen sie sich nicht einschüchtern. Und wenn die Trauben nicht bald gekeltert werden, macht Quinten mich einen Kopf kürzer. Du scheinst mir kampferprobt zu sein. Würdest du einem Kameraden helfen? Aber sicher doch. Vertreib die Wespen, damit ich meine Arbeit tun kann. Na gut. Wird erledigt. Oh, danke. Du findest die Wespen auf Goltons Hof am Dorfrand. Beeil dich. Kielbrück braucht den Wein. Weg mit dem Wespen. Cool. Gehen wir mal hier. Na gut. Nein, wenn wir das gemacht haben, dann war es das für heute, ne? Jetzt eigentlich so fertigkeitsmäßig aus. Ich weiß schon wieder was. Nein. Ich wollte mir das hier ansammeln, ne? Turns. Wohl auch schade, fand ich. Oh ne, warte mal, ich habe ja auch noch was. Also wieder alles neue Fähigkeiten, ne? Was bei verbessern? In dem Verteidigungswert um 10%. Keine Reaktion bei Erleidung von Schaden. Damit auch scheiße wird um einen zweiten Abschnitt erweitert. Aber ich habe doch schon einen zweiten Abschnitt. Ich dann vier. Ich weiß nicht. Der Weinberg sein. So ein paar Wespen sind schnell erledigt. Wenn du was sagst, Clive, ne? Mann. Kann ich aber hochklettern? Ne. Hey, was geht? Ja, ne, ich sah nicht viel aus. Aber ich habe ja eine neue Waffe. Kein Problem. Musik geht einfach weiter. An der gleichen Stelle. Komm her, komm her, komm her.
Da komme ich eben da hoch. Macht ja gar nichts. Aber halt irgendwie so ein Zeichen, dass die am Angreifen sind. Versuche mich mal anzugreifen, ne? Wenn ich an mich heranziehe. Boah. Ich habe den falschen Angriff gedrückt. Ich wollte eigentlich mein Schwert aufladen, aber ich habe einen Feuerball aufgeladen. Einen Windball. Quintens Mann wird sich freuen. Quintens Mann? Oh. Cool. Alles klar. Dann gehen wir die Quest ab und dann sind wir auch fertig, ne? Aber woher wusste der Krämer, dass seine Tochter... Hula. Story. Ja, was geht? Um die Ernte brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Ah, danke. Nicht auszudenken, was mir sonst geblüht hätte. Hier, das hast du dir verdient. Unser Goltons Roter ist bei Kennern beliebt und wird für einen stattlichen Preis gehandelt. Mit dem Erlös sorgen wir hier für volle Bäuche und halten uns die Kaiserlichen vom Leib. Quinten kam auf die Idee mit dem Wein. Er wollte Trägern Arbeit verschaffen, ohne sie in Gefahr zu bringen. So? Ironisch. Scheint er erreicht zu haben. Zumindest jetzt. Ich lasse ihn von deiner guten Tat wissen. Und sobald der Wein bereit zum Genuss ist, trinken wir ein, zwei Gläschen auf dein Wohl. Ohne mich? Auftrag abgeschlossen. 15 Erfahrungspunkte. Schwarzes Blut. Alles klar. Und dann sind wir fertig, ne? Ich drücke immer den falschen Knopf. So, ich gehe mal noch mal zum Versteck. Was sind diese Steine daneben? Das ist einfach nur so Dekoration. So, wir gehen noch mal ein, sprechen mit den einen Typen da. Vielleicht hat er jetzt irgendwie was, ne? Vielleicht sind da neue Quests aufgetaucht, ne? Die wir natürlich nicht machen werden jetzt, aber ich kann aber gucken. Was zu tun? Ist was für dich dabei? Nein. Keine Aufträge verfügbar. Cool. Ich krieg bestimmt bald was Neues rein. So, kann ich bei dir kurz was abgeben? Wenn du helfen willst, möchtet ihr eine Geschichte hören? Hat da irgendwie so ein Kind gerade gesagt, wenn du kämpfen willst? Wahrscheinlich. Textabschnitts lege ich euch sehr ans Herz. Ich weiß gar nicht, was jetzt die Sachen sind hier neu, nehme ich an. Wollt ihr einen Blick in meine Aufzeichnungen werfen? Die Mutterkristalle. Der hohe Preis der Magie. Na, guck mal, wir haben gar nicht mehr so viele Monster, ja. Fafnir ist noch eins. Ich meine, so viele Monster hier übrig, ne? Ich hoffe, euer Wissensdurst. Aber wir sind auch schon fast zwei Hälfte, ne? Na gut. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge, ne? In der nächsten Folge geht's dann weiter mit. Kann bestimmt jetzt einen Kampf hier gegen Ifrit noch mal machen, ne? Ruin des Phönix Tors. Ja. Sind die ganzen Bösen. Kann man hier die Bosse bekämpfen, nehme ich an, oder? Egal. Brauchen wir sowieso keine Belohnung dafür oder so, ne? So wie ich da verstanden habe. Oh, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter
So, oh. Diesmal habe ich das Hühnchen nicht gesehen. Dann gehen wir jetzt mal weiter mit der nächsten Folge. Auf nach Süden, ne? Ich glaube, wir müssen nach Süden, hat er gesagt, ne? Wo jetzt der Krieg gerade am Ausbrechen ist, ne? Und dann machen wir die Kristalle platt, ne? Weil die sind böse. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar, um dem Kanal weiterzuhelfen. Und dann sehe ich euch wieder beim nächsten Mal. Das war meine Fernbedienung. Entschuldigung. Tschüss.